Shindy hat zwei Songs rausgebracht. Einmal Sony Pictures, einmal What's Love. Wir werden das jetzt so machen, dass wir uns hier natürlich durchlesen, wer was gemacht hat und so weiter. Wir werden es uns aber auf Spotify anhören, weil es gibt eh kein Musikvideo und die Qualität ist meiner Meinung nach besser auf Spotify. Ja? Das heißt, wir werden uns als erstes Sony Pictures angucken, produziert von OZ und jawohl, Q-Beats. Q-Beats, meiner Meinung nach, einer der besten Sample-Maker. Wahnsinn, was die für unglaublich geile Melodien machen. Und Mix ist wieder von Kostas. Ah ja, Master ist von Brian. Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns als allererstes Sony Pictures an. Let's go. Weißt du von falschen Steckdosen und Geld in der Wand? Got yourself a gun, weil selbst ist der Mann. Baby blaue Bentleys und Pelze im Schrank. Frag nicht, wie ich hier gelandet bin. Irgendwann einmal war ich ein ganz normaler Junge und so. 6,50 auf die Stunde und so. Dann hatte ich eine Vision. Boah, diese Arroganz, Alter. Na, sowas habe ich ein bisschen vermisst, ne? Alles hat gefunkelt und so. Frag mich nicht, wo führt das Ganze hin? 2020, sitzt im Bentley. Dieser eine Sound, finde ich, erinnert mich so ein bisschen an Travis Scott. Nur dieses Darren. Ne? Frag mich nicht, wo führt das Ganze hin? 2020, sitzt im Bentley. Anwälte sind am Handy, Felgen fancy. Immer on the low low, cruise slow mo. Mein Leben ist so Sony Pictures 20th Century. Ich war gefühlt gestern noch an der Uni, vorgestern am Gymnasium. Restgeld. Ja, ja, Sicko Mode meine ich, ja klar. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich will gerade gar nicht groß pausieren, weil ich das gerade einfach fühle. Diese Arroganz, dieser Beat, dieser Vibe irgendwie, ganz anders wirklich als die letzten Songs. Irgendwie so als würde er sich gerade, ich will nicht sagen neu erfinden, aber irgendwie so, als würde er ein bisschen ausprobieren. Auch bei dem Song mit AK außer Kontrolle und so weiter. Deswegen, ich möchte das gerade erstmal ein bisschen auf mich wirken lassen. War gefühlt gestern noch an der Uni, vorgestern am Gymnasium. Restgeld zusammengekratzt für Kippen und Solarium. Ein neuer Feind für jeden Schein, den du machst. Heißt automatisch, du hast ein Bein im Knast. Free Shindy, Ring am Pinky, Jealous One still Envy, Ponty Pendy. Lösche jeden Tag ein Feuer, Paranoia. Und mein Sohn fragt, warum schreien die Leute so? Ich sag, ich kenn die. What's next? I gotta get it. I'm not gonna stay fucking there. Ganz anderer Vibe, Alter. Ganz anderer Vibe, ey. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, Shazam-mäßig, ich hab gerade keine Anlehnung oder so gecheckt. Ich weiß nicht warum. Kann sein, dass ich gerade überhaupt entweder es wirklich nicht checke oder es keine gibt oder ich es einfach gerade nur genieße, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. What's next? Give me something else. What can't you do? I can do it. I can do anything. Wow. Wer pusht deutsche Karossen in teuren Klamotten, Edelholzrahmen, Brillen um Mäuler zu stopfen. The most shady, Shindy Baby. Ich will alle meine Re-Re's, Nicky Nicky. Menschen lügen doch, ich ignoriere das meiste davon. Ich bin ein Selfmade-Millionär, was weißt du davon? Schau die Kette an und schäme mich vor dem Kreuz. Wie der Herr schweigt und der Teufel spricht Deutsch. Oh mein Gott. Papi Pop, aka King of Papi Pop. Oh Mann, ey. Nee, also ich hab bis jetzt keinerlei Anlehnung oder sonst was. Für mich ist das gerade einfach nur Genuss pur. Also ich fühle gerade den Beat Switch. Also ganz ehrlich, ich hab gar keinen Bock groß zu pausieren irgendwie. This is why I'm hot. Okay, erste Anlehnung, Mims. This is why I'm hot. This is why I'm hot. This is why. Geiler Song gewesen. Ja! Endlich eine Anlehnung. Jetzt kann ich wieder Tour-Anlehnung in den Titel schreiben. Jeha! Wird in der Luft und ich schließe mein Dach. Bete für den DAX. Alles riecht nach Rose wie ein Muttertag. Wenn ich auftauch, fresh wie ein Blubberbad. Flow, so Filet, so Butterzart. Move, so AG, so Konglomerat. Die ersten 100 Mark waren. Konglomerat? Warte mal.
Conglomerate. War das nicht ein Song von Busta Rhymes? Ah nee, jetzt zieh ich mir wieder irgendwas aus den Fingern. Ne? So butterzart, move so AG, so Conglomerat. Die ersten 100 Mark waren easy, vielen Dank. Alles weggehauen an einem Tag in Griechenland. Und bis heute nicht bereut, Playboy. Smoke a weed in PJ und pumpe G-Funk. Baby, baby. Baby. Also, ich muss sagen, bei dem Song bei AK außer Kontrolle fand ich seine Stimme anders. Ja, ich habe nie gesagt scheiße oder sonst was, sondern einfach anders. Bei dem Song, muss ich ganz ehrlich sagen, fühle ich die Stimmlage. Ich spüre die Arroganz. Ich spüre, was er erzählt. Ich musste ganz ehrlich sagen, ich habe mittendrin habe ich auch einmal ganz kurz die Augen zugemacht, weil das hat schon Vibe. Okay, kommen wir zu What's Love. Und danach werden wir mal zu allem was zusammen sagen. What's Love ist nur von OZ produziert. Mix ist wieder von Kostas und Mastering ist wieder von Brian. Okay. Da bin ich jetzt gespannt. Destiny's Child. Jedes Mal ein Lächeln auf den Lippen, wenn ich schrei. Vielleicht rennst du grad mit meiner Karte durch die Läden. Vielleicht drehst du durch und schreibst meinen Namen auf deine Nägel. Oder sitzt bei Starbucks, Sex and the City, iPhone. Erinnert mich ein bisschen so an die, an Venedig und so weiter, ne? So ein schöner Weibersong. What's Love ist natürlich angelehnt an den Song. War das. What's Love? War das Ja Rule und Ashanti oder war das Fat Joe? Alter, lange nicht gehört den Song. Ich glaube, es war Fat Joe. Müsste Fat Joe gewesen sein. Ja. Auf jeden Fall der Titel, ne? Voll bis zum Schmollen, weil ich bin busy. Süß wie ein Bonbon, verpackt in Pastellblau. LV, Multicolor, Haut wie Karamell. Schick mir deine Fotos, fick mein Kopf. Schick mir deine Videos, oh mein Gott. Eigentlich war Sport, aber Shorty wanna thug. Steig in mein Shorty wanna thug. Jawohl, nächste Anlehnung. Wagen und wir cruisen ohne Dach, what's love? Okay, das ist natürlich Liebe, ne? Das ist natürlich Liebe, Alter. Auf jeden Fall langsamer gepitcht. Krass, dass die das so durchgebracht haben, also dass sie das Sample benutzen dürfen, sage ich jetzt einfach mal. Aber das Lied war, ja, das war eine goldene Zeit, ne? Das war eine goldene Zeit. Boah, Junge. Da kommen auf jeden Fall 2000er-Vibes zurück, ne? Hat er eigentlich vorhin Shorty wanna be a thug gesagt oder Shorty want a thug? Also Shorty wanna be a thug ist ja auch nochmal eine Anlehnung an Tupac. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie rum er das gesagt hat, also ob er das genauso gesagt hat. Ich denke mal schon. Sie sagt, du bist so clean und dein Talk so dirty. Ich sag, du bist so dünn und dein Booty so curvy. Sexy over 30, Kette auf dem Jersey. Und mein Süßigkeitenarmband so flirty. Come on. Süßigkeitenarmband, ernsthaft? Ja gut, das ist halt auch aus der Zeit gewesen, ne? Diese Uhren, ne? Die aus diesen, ich weiß gar nicht, was das waren, diese... Ja, Süßigkeiten halt waren, ne? Tabelle, Mademoiselle Chanel oder Miss Dior, je t'adore. Wie du aus dem Store kommst, Shoe Game Fire. Baby, gib mir ein bisschen von dem Gitchi Gitchi Yaya. Willst du lieber Gitchi Gitchi Yaya. Mir kommt gerade Uchi Uchi Walla, aber das war ein anderer Song. Uchi Walla Walla, Uchi Bang Bang. Aber Gitchi Gitchi Yaya, was war das denn nochmal? Warte mal, muss ich nochmal rein? Baby, gib mir ein bisschen von dem Gitchi Gitchi Yaya. Willst du lieber Gitchi, schnell Gitchi Yaya. Gitchi Gitchi Yaya, Lady Marmalade. Ja, Lady Marmalade, oder? Lady Marmalade, ja, ihr sagt's doch. Wer waren da alles dabei? Lil' Kim? Christina Aguilera? Verdammt, wer waren da noch dabei? War da Pink auch dabei? Ah, okay. Von dem Gitchi Gitchi, ja, ja. Ja. Willst du lieber schnell was holen am Drive-In? Oder wir bestellen beim In-Room Dining?
Uhren sind gestellt nach unserem Timing. Egal wonach du fragst, Baby Girl, du weißt, ich hab's. What's love? Ashanti, ne? Boah, war da Missy Elliott auch dabei? Boah, das ist auch jetzt nicht unbedingt ein Lied gewesen, das ich jetzt oft gehört habe. Maya, war da auch dabei? Alter, wer waren da alles dabei? Holy shit, weiß ich gar nicht mehr. Ey, Ashanti. Das waren, ja. Ja, höre ich echt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre diese Songs unglaublich gerne immer noch, ne? Diese ganze Bad Boy-Zeit, Fabulous-Zeit. Natürlich Fat Joe, Ja Rule, auch Nelly. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch Nelly war voll mein Ding. Andersrum natürlich auch die härteren Sachen, aber auch sowas, ne? Och Mann, das war's schon. Oder Elijah zum Beispiel, ne? Elijah habe ich auch sehr, sehr gerne gehört. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefallen die zwei Songs tausendmal besser als sein Part bei AK außer Kontrolle. Bei dem Feature-Song, da habe ich tatsächlich AK mehr gefeiert. Aber das sind zwei Songs, die packen wir mal ganz schnell in die Gönn-Aura. Die kann man sich auf jeden Fall geben. Die sind auf jeden Fall sehr entspannt und sehr arrogant. Nice. Die haben mir gut gefallen.